Hallo, bin eure Tila und herzlich willkommen und ja, endlich! 大家好，欢迎大家来到我们的德语学习课堂。终于，我们学到了第二十单元了呢。马上大家就要完成 AR 部分的学习了，有时间有余裕的同学可以开始好好复习咯。那么上一个单元我们旅游到了海边，认识了北海，并且深入了解了当地的一些旅游胜地沼泽岛。那么此外呢，我们也学习了几种不同的时间状语从句，稍稍地复习了一部分动词过去式。在本单元中，我们将要走进 Saarland 萨尔州，走进居民们的日常生活，那么还会了解一些保险相关的内容哦。语法部分，本单元重点学习 wenn 引导的条件从句，还会具体学习 damit 和 zu 这一对德语中的好兄弟用法。最后呢，还会学习一下 brauchen 的用法。今天这堂课，我们首先要了解一下 Saarland 这个地方，接着呢，做一个听力练习，最后要学习本课的语法重点。Nebensätze mit wenn, conditional. 注意这里我们主要学习 wenn 引导的条件状语从句 ,OK? 那么好，让我们马上开始今天这堂课的学习吧。在开始一会儿的听力练习之前呢，我们先来了解一下 Saarland 这个地方。Saarland 是萨尔州，是除了不来梅之外人口最少的州，拥有大概100万人口。这个地方呢，曾经被法国统治过一段时间，这里一直都是各家争来抢去的一块好地。那么曾经叫做 萨尔，归到德国之后改成了 Saarland。 萨尔人民一心向德，那么什么意思呢？早在德法战争期间，德国和法国就各种争夺过这个地方，不过善良淳朴的萨尔人民呢，却一直忠于德国。虽然历史上多次被法国占领，但是经过两次全民投票，最终呢还是回归到了德国的怀抱。甚至有一次德法提议萨尔作为独立的欧洲国家存在，萨尔人民都没有动摇，否决了提案。OK, 不过呢，也因为这段历史，萨尔州和法国之间有着千丝万缕、剪也剪不断的关系。州内会有德法共同管理的大学，学生可以选择在两国之间完成3年或5年的学业，不过偏向工科，有兴趣的同学们可以课后搜索查询一下哦。那么好伤心的是呢，这个正派的地方我没有挖出半点有意思的八卦，但是Saarland 的州首府叫做 Saarbrücken, 一会儿呢在听力中也会出现这个地方。而这里的车子车牌一律都是用 Saarbrücken 的两个字母开头的，没错，你没有想错，就是 S 和 B, OK? 那么为了上课环境积极向上，我用德语念了，不过相信大家都懂的。据采访，大天朝的留学生们每每看到满大街晃的车牌，心情都非常的复杂。那么除此之外呢，萨尔周边有一个小城市叫做 Zweibrücken,一般大家看到 Zet 也不会怎么样，但是后面跟着这个字母 B 就会让人觉得前面这个 Zet 越看越像数字2。 OK, 那么于是天朝留学生们就亲切地称呼这个地方 2B, 并且称呼自己为每天徘徊在 SB 和 2B 之间宅德国的大青年。那么这是留学生们的一个自黑小玩笑，大家听听就好了。有机会的话呢，大家可以去到这个比较偏向工业的州游玩一圈，并且记得让留学生们拎着你到处走一走。萨尔州的汽车制造是占了非常重要的位置的，是很多大型企业的供货地。从前开始呢，这里的工业就一直比较发达。如果大家今后真的去萨尔玩，一定不能错过这边的一个世界文化遗产，也就是福尔克林根钢铁厂 Völklinger Hütte, 位于萨尔的福尔克林根Völklingen。 那么这座大型的钢铁厂占地60万平方米，想想看比我们上个单元学过的 2.78 平方千米的小岛大多少。1994年的时候， Völklinger Hütte 入选了联合国教科文组织的世界文化遗产名录。那么这座钢铁厂呢，经营了100多年，代表了钢铁工业的黄金时期，是德国第一个世界文化工业纪念品。如今这里已经成为了文化中心、主题公园和冒险乐园。大家可以看到这个工厂的图片，特别像科幻动画片里面的城堡，有没有？在这座钢铁厂里呢，6000多平方米的鼓风机大厅内配备有庞大的机器设备。钢铁厂公园我们叫 Hüttenpark, Hüttenpark 里面伫立着6座大型的高炉以及全世界独一无二的对角升降机，体现了我们人类20世纪初的技术成就。那么现今独一无二的对角升降机已经成为了同样独一无二的观景台，也是最令人难忘的景点之一。最近几年呢，在钢铁厂的场地上还举办了不少文化活动，不仅有露天摇滚演唱会，还有室内音乐会，还有比如在该地区第一家盐铁科学中心举办的有关炉火和钢铁的展览。
近距离接触钢铁是怎样炼成的 ？OK， 那么游客呢还可以在这里观看影像资料，与时代见证者们对话，或者呢在前钢铁工人的带领下参观，听他们讲述在高炉上辛勤工作的经历。冲着钢铁厂这酷炫的外表，这里都非常值得一去了。OK， 那么城市介绍呢就说到这里，下面我们进入本单元的正课内容。好，先请同学们翻开课本210页，我们看到练习一 Leute in Saarbrücken， 住在萨尔布吕肯的人们。 Bitte hören Sie und ergänzen Sie die Informationen zu den Personen auf den Fotos。 请听音频，将图片里面的人物信息补充完整。那么这里请大家拿出一张草稿纸，听听力的时候请分别找出每个人对应的四个信息。第一 Geburtsstätte， 听力中的主人公都是出生在哪里。那么第二 Wohnplatz， 现在他们住在什么地方。第三 Staatsangehörigkeit， 他们属于哪一个国家，就是国籍是哪里。第四 Sprache， 他们说的是什么语言。那么听力中出现的不一定都是德国人哦，我们一起来听听看吧。Lektion 20. Im Saarland. 1. Leute in Saarbrücken. C. Hören Sie, was die Personen sagen und ergänzen Sie Ihre Tabelle. Mein Name ist Hilde Meier. Ich bin so alt wie das Saarland. Denn eine eigenständige Region mit dem Namen Saarland gibt es erst seit 1920.Meine Familie und ich, wir waren immer für ein selbstständiges Saarland, aber die meisten Saarländer wollten doch lieber zu Deutschland gehören. Mein Vater und meine Brüder waren politisch engagiert. Und ich bin dann auch schon als junges Mädchen politisch aktiv gewesen. Einige Verwandte von mir mussten während des Krieges ins Exil nach Frankreich gehen und haben sich dort versteckt. Aber ich habe immer hier gelebt, auch in schwierigen Zeiten.Heinz, mein Mann, ist leider schon vor einigen Jahren gestorben. Er fehlt mir manchmal sehr. Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn meine Tochter oder meine Enkel zu Besuch kommen. Meinen Sohn sehe ich nicht so oft. Er arbeitet zurzeit in China und das ist wirklich ziemlich weit weg. Mein Mann Alexander und ich, wir sind in der früheren Sowjetunion geboren.Genauer gesagt in Kasachstan. Mein Vorname Svetlana ist ein typisch russischer Name. Trotzdem sehe ich mich als Deutsche, denn meine Vorfahren sind genau wie die meines Mannes vor etwa 200 Jahren an die Wolga nach Russland ausgewandert und haben viele Generationen lang dort gelebt. Deshalb hat auch mein Mann einen deutschen Familiennamen. Wir heißen Laubenstein.Unsere Eltern und Großeltern konnten noch Deutsch, aber unsere Generation und die jüngeren Leute sprechen nur noch Russisch. Das kommt von der Kriegszeit, als die Russlanddeutschen von der Wolga nach Kasachstan und Sibirien gehen mussten. Als wir 1994 nach Deutschland ausgesiedelt sind, mussten wir also erstmal Deutschkurse besuchen.Überhaupt ist es nicht immer ganz einfach für uns hier. In Deutschland nennt man uns Russen, obwohl wir doch einen deutschen Pass haben. Und es ist sehr schwer, Arbeit zu bekommen. Mein Mann arbeitet als Fahrer für einen Getränkehandel, aber ich und zwei von unseren drei Kindern sind arbeitslos. Wir hoffen, dass es unseren Enkelkindern besser gehen wird.Ich heiße Mladen Franic. Das ist kroatisch. Meine Frau Jadranka ist auch Kroatin. Aber ihre Eltern sind 1970 nach Deutschland gegangen. Und sie ist hier geboren und in die Schule gegangen. Deshalb spricht sie auch perfekt Deutsch und Kroatisch. Jadranka kam in den Sommerferien oft in unser Dorf nach Kroatien. Ja,
Und eines Tages haben wir uns verliebt und haben beschlossen, dass wir heiraten und dass ich nach Deutschland mitkomme. Das war 1996. Da musste ich erst mal Deutsch lernen. Ein bisschen Deutsch konnte ich schon aus der Schule, aber wirklich nur ganz wenig. Jadrankas Eltern haben ein Restaurant in Saarbrücken-Dudweiler. Dort habe ich von Anfang an gearbeitet. Sie wollen bald aufhören und nach Kroatien zurückgehen. Dann übernehmen meine Frau und ich das Restaurant. Jadranka ist übrigens seit 2 Jahren Deutsche. Vielleicht möchte ich später auch mal einen deutschen Pass. Mal sehen. Wenn ich in Deutschland bleibe, ist das für vieles einfacher. Ich bin ein echter Saarländer. Ich bin in Saarbrücken geboren und aufgewachsen. Hier wohne ich auch mit meiner Freundin Eva. Wir werden nächstes Jahr heiraten und wollen zusammen eine größere Wohnung oder vielleicht sogar ein Häuschen kaufen. Wir würden gerne ein bisschen außerhalb von Saarbrücken in einem kleineren Ort wohnen, zum Beispiel in Püttlingen. Dort leben auch meine Eltern, die würden sich natürlich freuen, wenn wir in ihrer Nähe wären und außerdem könnte sie später mal babysitten. Dann hätte ich auch einen kürzeren Weg zur Arbeit. Ich schaffe nämlich in Luxemburg und fahre jetzt schon jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Mein Familienname Rivoire ist französisch. Das gibt's im Saarland öfter. Wir sind ja ganz in der Nähe von Frankreich. Aber auch sonst gibt's in Deutschland französische Nachnamen. Zum Beispiel sind im 18. Jahrhundert viele Hugenotten aus Frankreich nach Deutschland ausgewandert, weil es Religionskonflikte gegeben hat. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, wann der Name Rivoire in meine Familie gekommen ist. Meine Verwandte sind jedenfalls alle Saarländer. OK， 听力做完了吗？题目中要求找的四个信息是否都找全了呢？我们来一起看一下图片 R 对应的听力文章，是一个老奶奶说的，她说的很慢，德语也十分标准，大家应该听得很清楚。我们一起来看一下。Mein Name ist Hilde Meier. Ich bin so alt wie das Saarland. Denn eine eigenständige Region mit dem Namen Saarland gibt es erst seit 1920.我叫 Hilde Meier， 我跟萨尔州一样大，因为名叫 Saarland 的这个独立地区1920年才开始存在。那这之前不是说这个地方不存在，而是名字并不叫 Saarland。这里大家请注意到 so alt v， so 加上形容词或者副词的原级，加上 v 表示和什么什么一样，可以用于同级之间的比较。比如我们说 Heute ist das Wetter so schön wie gestern， 今天的天气和昨天一样好呢，表示今天的天气和昨天的天气是一样的好，是同级别的。那如果我们这个时候想要否定的话，只需要在 so 的前面加上一个 nicht 就可以了。Heute ist das Wetter nicht so schön wie gestern。那么我们如果想说今天的天气比昨天要好，可以用形容词的比较级加上 als 表示不同级别的类比。比如 Heute ist das Wetter schöner als gestern。形容词比较级大家会在 B1 的时候学到，这里先了解一下就好。那么同时呢，我们之前也接触过 so blah blah v 短语，那不知道大家还记不记得 so schnell wie möglich， 尽快的，尽可能快的。 OK， 那么我们继续往下看。 Meine Familie und ich, wir waren immer für ein selbstständiges Saarland, aber die meisten Saarländer wollten doch lieber zu Deutschland gehören. 我家人和我呢，一直都非常支持萨尔独立，但是大部分的萨尔人更希望归属于德国。Selbstständig， 我们学过自己可以站立的，也就是独立的。那这里注意跟上面一句话里面出现的 eigenständig 是一样的。eigen 和 selbst 一样，表示自己的。OK， 那么这里 wir waren immer für ein selbstständiges Saarland， 这里的 für 就是表示赞成或者支持，我们之前有学过。Mein Vater und meine Brüder waren politisch engagiert.Und ich bin dann auch schon als junges Mädchen politisch aktiv gewesen. 我爸爸和我的兄弟们曾经投身政治，我也还是个小女孩的时候，就已经对政治非常热心了。动词 engagiert 是 engagieren 的第二分词，反身用法 sich engagieren 表示投身于、热衷于。我们这里可以搭配介词 für，
sich für etwas oder jemanden engagieren. Bijou, sie engagierte sich sehr für die Rechte der Frauen. 她致力于争取妇女的权益。OK, 因为它是个外来词，所以念法和标准德语读法有一些区别。我们继续往后看。Einige Verwandte von mir mussten während des Krieges ins Exil nach Frankreich gehen und haben sich dort versteckt. Aber ich habe immer hier gelebt, auch in schwierigen Zeiten. 我的一些亲戚在战争期间不得不逃亡到法国，并且在那儿隐姓埋名，但我一直在这里生活着，就算是那一段艰难的日子。看到 während, 这里做介词加二格，表示在什么什么期间。Während des Krieges, 意思是在战争期间，在口语中也会用到 während 加 dativ 来表示时间。三格在口语中是非常常用的，因为比较简单。那么我们看到后面还有 ge exil, das exil, die exil, 表示因为一些政治或者其他不可抗原因长时间停留在祖国以外的地方。俗称流亡、流放，于是这里的 ins exil gehen 就很简单了，表示去过流亡生活。同理，如果是 im exil leben 就是过流亡的生活。近三动词相信大家已经非常熟练了。这里不知道各位还记不记得18单元的最后，我们在介绍作家席勒的时候也碰到过类似于流亡的词汇。人家为了能够光明正大的写作而离开故乡，而这些人却因为战争不得不离开祖国，还要隐姓埋名。Sich verstecken 意思是把自己藏起来，把自己躲起来。那么大家课后可以去复习一下那篇文章哦。Hans, my man, ist leider schon vor einigen Jahren gestorben. 我丈夫 Hans 在几年前就已经离开了我，就几年前已经过世了。Er fehlt mir manchmal sehr, deshalb freue ich mich umso mehr, wenn meine Tochter oder meine Enkel zu Besuch kommen.我常常非常想念他，所以当我的女儿或者外孙来看望我的时候呢，我总会非常的开心。前面的 jemandem feeling 表示谁想念什么了，学过的那么就不多举例了。可以看到后面有一个 umso mehr， umso 我们可以理解成更加，后面加形容词比较级，比如 mehr 其实就是 feel 的比较级。 Ich freue mich umso mehr wenn blah blah blah， 当什么什么的时候我就更加高兴。这里的 when 引导一个条件状语从句，是我们本单元的重点，大家可以在这里做一个小标记。这个从句中呢有一个短语，大家也可以记一下， bei jemandem zu Besuch kommen oder sein， 意思是拜访某人，其实就是 jemandem besuchen 的另一种说法。比如我们看到一个句子， unsere Tante war gestern bei uns zu Besuch， 姑妈昨天在我们家做客，就等于 unsere Tante besuchte uns gestern。 OK，那么我们继续往后看。Meinen Sohn sehe ich nicht so oft. Er arbeitet zurzeit in China. Das ist wirklich ziemlich weit weg. 我不常看到我的儿子，他现在在中国工作，那真的是一个非常遥远的距离。要注意，主语是 ich， meinen Sohn 是四格宾语，直接从动词也能够判断出主谓语。这位女士有一个在中国工作的儿子。Zurzeit 表示现在、如今。第一篇文章比较短，我们来一起看一下图片对应的信息。首先 Geburtsstätte Saarland， Hildemeyer ist in Saarland geboren， Wohnplatz noch in Saarland， sie wohnt jetzt noch in Saarland， Staatsangehörigkeit sie ist eine Deutsche， Sprache sie spricht Deutsch。 从今天内容可以判断她从头到尾都没有离开过 Saarland， 所以呢其他信息也就比较好填了。OK， 那么我们来看到第二小段听力文章，也就是对应图片 B。 这一篇呢有一点点长，我们也是慢慢看，如果累了请注意休息，补充水分再继续听课哦。 Mein Mann Alexander und ich, wir sind in der früheren Sowjetunion geboren, genau gesagt in Kasachstan. 我和我的丈夫 Alexander 出生在前苏联，那么或者更确切的说呢，是现在的哈萨克斯坦。 Mein Vorname Svetlana ist ein typischrussischer Name， 我的名字 Svetlana 是一个典型的俄罗斯名字，感觉俄罗斯人的妹子一般都叫什么什么娃，而汉子一般都叫什么什么司机，有没有？那么尽管如此呢， Trotzdem sehe ich mich als Deutscher, denn meine Vorfahren sind, genau wie die meines Mannes, vor etwa 200 Jahren an die Wolga nach Russland ausgewandert und haben viele Generationen lang dort gelebt. Deshalb,hat auch mein Mann einen deutschen Familiennamen. Wir heißen Laubenstein.
尽管如此呢，我还是把自己当做德国人，因为我的祖先和我丈夫的祖先一样，在大约200多年前才移居到俄罗斯伏尔加河畔，并且呢，几代人都生活在那里。所以我丈夫还保留着德国的姓，我们叫 Laubenstein。 这一句话很长，有很多附加的成分，我们一起来看一看。第一个小句没有问题， Trotzdem， 这里是一个副词，承上启下。尽管我出生在前苏联，有一个俄罗斯味十足的名字，我仍然认为自己是德国人。那么是什么原因呢？后面的 den 引导的从句表述原因， den 是不占位的连词，所以后面句子排序整体不变，动词不用提前。我们来先把句子的主干拿出来。 Meine Vorfahren sind ausgewandert und dort gelebt. 我的先祖移民出去并住在那里。 Genau wie die meines Mannes. 这个小句修饰前面的 Meine Vorfahren, 所以我们可以看出这个小句里面其实省略了一个成分，本来应该是 wie die Vorfahren meines Mannes, 就跟我丈夫的祖先们一样， meines Mannes, 这里是二格。 OK, Genau wie 的意思和上文学过的 so wie 是一样的，Genau wie 也可以说成 so wie。 那么 vor etwa 200 Jahren， 在大约200年前，和后半句里面的 viele Generationen lang， 几代人之久的，都是时间状语。最后看到一个 an die Wolga nach Russland， 地点状语，移民到伏尔加河畔，到俄罗斯。那么既然移民过去那么久，不知道还会不会说德语呢？我们继续来看一看。 Unsere Eltern und Großeltern konnten noch Deutsch，Aber unsere Generation und die jüngeren Leute sprechen nur noch Russisch. 我的父母以及我的祖父母还能说德语，但是我们这一代人以及更年轻的族人都只会说俄罗斯语。注意这里的 jünger 是形容词 jung 的比较级，更年轻的一代人。这里的这个名词 Generation 时代一代人，我们常说的老一辈老一代人或者年轻一代人就可以用它搭配形容词 jung 或者 alt 来表示。Die jüngere Generation， 更年轻的一代，或者 die ältere Generation， 老一辈的人。那么我们继续往后看。Das kommt von der Kriegszeit， als die Russlanddeutschen von der Wolga nach Kasachstan und Sibirien gehen mussten。这种现象从战争时期开始，也就是当俄罗斯籍的德国人不得不从伏尔加河畔迁徙到哈萨克斯坦以及西伯利亚的时候。句首的 das。指代的是上一句出现的现象，老一辈人说德语，但年轻人不说德语了这个现象。这句话中同时出现了 als 引导的时间状语从句，我们来复习一下。als 连词表示当什么什么的时候，跟 when 一样可以引导时间状语从句，而我们知道它们的意思是有区别的，各司其职。als 引导的时间状语从句一般为过去发生的事情，并且只发生了一次，没有重复发生，而 when 同时表示当什么什么的时候。除了 als 适用的情况之外呢，其他情况都可以用到 when 来引导。那么我们再看到最后用到了情态动词 müssen， 表示不得不做，必须做。 Als wir 1994 nach Deutschland ausgesiedelt sind, mussten wir also erstmal Deutschkurse besuchen。 当我们1994年移居到德国的时候，我们不得不先学习德语。继续出现了 als 引导的从句以及情态动词 müssen， 又是一件不得不做的事情。后面有一个词组 Kurs besuchen， 去参加课程。一般我们去参加学习类的活动，一般都用 besuchen 这个动词，比如 Vorlesung besuchen， 去听讲座，或者比如 Unterricht besuchen， 去上课，或者我们说去念小学高中大学也可以用 besuchen， Uni oder Schule besuchen。 Überhaupt ist es nicht immer ganz einfach für uns hier. In Deutschland nennt man uns Russen, obwohl wir doch einen deutschen Pass haben。Here 指代在德国，第二句里面有一个让步状语从句 obwohl 领导。总的来说呢，在这儿生活对于我们来说并不是那么容易。尽管我们拥有了德国护照，但是在德国人们还是称呼我们为俄罗斯人。后半句的这个 nennen 意思是称呼某人某物为什么什么，给某人某物取名字。它很特别，可以加两个四格宾语，用法是 jemanden oder etwas accusative， 再加上一个 accusative nennen。比如 Sie nennt ihre Tochter Christa， 她给女儿取名 Christa。 这里的 ihre Tochter 是四格宾语，是取名的对象，而 Christa 也是四格宾语，是取的名字。我们再来看到另一个例句， Sie nennen Klaus Stötebeker den König der Meere， 他们称呼 Klaus Stötebeker 为海洋之王。这里的 Klaus Stötebeker 是四格宾语，取名的对象，而den König der Meere也是四格宾语，是取的名字。OK，
那么我们继续往下看，除了要学习德语之外，还有什么不容易 ？Und es ist sehr schwer Arbeit zu bekommen. Mein Mann arbeitet als Fahrer für einen Getränkenhandel, aber ich und zwei von unseren drei Kindern sind arbeitslos. 在德国找工作非常难。我的丈夫为一家饮料公司做货运司机，但是我和我的三个孩子中的两个孩子目前都没有工作。Es ist schwer etwas zu tun. 做什么什么很困难，是我们学过的形容词加上代词不定式的一个形式。Wir hoffen, dass es unseren Enkelkinder besser gehen wird. 我们希望我们的孙子辈在德国生活会变得好一点。这里的 etwas geht 加上 irgendwie 某事进展如何，可以用来表示某事进展如何。比如我们说 in der Firma geht es gut， 公司运行得非常顺利。还有我们常说的 es geht nicht， 这不靠谱，这不行，其实也是这个词组衍生出来的。于是第二幅图片对应的信息应该是 Geburtsstätte， Svetlana ist in Kazakhstan geboren， Wohnplatz， sie wohnt jetzt in Deutschland in Saarland， Staatsangehörigkeit， sie hat schon einen deutschen Pass， also sie ist auch eine Deutsche， Sprache， sie spricht Deutsch und Russisch。Scheiben, die aussehen wie in Milch getaucht. Ich lieb dich mit dem Fingerschreiben. Du hast den Worten Leben angehaucht. Das ist meine blaue Stunde, mehr als Laune einer Frau. Blaue Stunde und die Vernunft macht blau. Ehrenrunde.OK， 好，我们继续看到第三个人，也就是图片 C 的个人信息。这是一对来自克罗地亚的夫妻。OK， Ich heiße Melanden Franic， das ist Kroatisch。我叫 Melanden Franic， 这是克罗地亚语。Meine Frau Jandlanka ist auch Kroatin, aber ihre Eltern sind 1970 nach Deutschland gegangen und sie ist hier geboren und in die Schule gegangen. Deshalb spricht sie auch perfekt Deutsch und Kroatisch. 我的妻子 Jandlanka 是克罗地亚人，但是她的父母在1970年的时候就去了德国。她在德国出生并且在德国上学，所以她的德语和克罗地亚语都说得非常的好。这两句话比较简单，没有什么特别需要注意的地方。请大家看到最后这个形容词 perfect， 如果你想说一个人的语言，某种语言说得非常好， 你可以用到这个形容词 perfect， 表示这个人的语言说得非常的完美。 Sie sprechen aber perfekt Deutsch， 你德语说得真的非常的好。 OK， 那么我们继续往下看。 Jandlanka kam in den Sommerferien oft in unser Dorf nach Kroatien. Ja, und eines Tages haben wir uns verliebt und haben beschlossen,dass wir heiraten und dass ich nach Deutschland mitkomme. Jandlanka 暑假的时候经常会来我们的克罗地亚的小村庄。有一天我们相爱了，于是我们决定结婚，并且我跟随他一起回到了德国。时间名词的第二个形式可以直接放在句子中做时间状语，对吧？所以这里的 eines Tages 就是这句话里面的时间状语，上一堂课我们刚刚复习过。那么后半句里面有两个 das 从句，在这里做前面主动词 beschlossen 的宾语，我们决定做某事。这个某事就是 wir heiraten und ich komme nach Deutschland mit， 对吧？我们继续看。Das war 1996. Da musste ich erst einmal Deutsch lernen. Ein bisschen Deutsch konnte ich schon aus der Schule, aber wirklich nur ganz wenig. 那会儿是1996年，我不得不先学德语。我在学校的时候就已经学习了一些德语，但事实上真的是少得可怜。Aus der Schule 表示来自学校，表示我在学校里面学过一点，但是看来在这儿并不管用。Jandlankas Eltern haben ein Restaurant in Saarbrücken-Lüttweiler. Dort habe ich von Anfang an gearbeitet.
杨德兰卡的父母在萨尔布吕肯的 Duttweiler 经营了一家餐厅，我一开始呢就在那里工作。这里的 von Anfang an 从一开始，上一节课我们见过 von 什么什么 an 表示从什么时候开始， von morgen an 表示从早上开始， von der dritten Woche an 从第三个礼拜开始，也就是说中间这个时间我们可以随意加。Sie wollen bald aufhören und nach Kroatien zurückgehen. Dann übernehmen meine Frau und ich das Restaurant. 他们不久后想停止工作并且回到克罗地亚去，然后呢我和我的妻子就将接管餐厅。情态动词 wollen 表示意愿想法，工作了半辈子想休息了，那么 aufhören 表示停止，这里的对象自然是工作。 mit der Arbeit aufhören 停止工作， aufhören 动词要求介词 mit。 OK。Jandlanka ist übrigens seit 2 Jahren Deutscher. Vielleicht möchte ich später mal auch einen deutschen Pass. Mal sehen. Wenn ich in Deutschland bleibe, ist das für vieles einfacher. Seit 在这里做介词，加时间成分，要求三格。自从什么什么时候开始 ？Seit 2 Jahren 两年前。那么另外呢 ，Jandlanka 在两年前就已经取得了德国的国籍。第二句话里面有一个 mal sehen， 这是一个非常常见的口语。意思其实稍微有点偏向于走着瞧吧，我倒是要看看这事儿究竟会怎么发展的意思，可以翻译成等着吧，看着吧。同理还可以用到 mal schauen, mal gucken 等等。这句话的意思就是说看看吧，也许我以后也想要一个德国护照，那拿到德国护照其实指的就是入德国国籍。那最后是一个 wenn 引导的从句，这里的 wenn 和之前学过的不同，引导的不是时间状语从句，而是一个条件状语从句，翻译成如果。如果我待在德国，这样子的话呢，许多事情就会变得非常简单。主句里面的 das 指代的就是前面说的拿到德国护照、入德国国籍这件事情。这一篇听力文章比较简单，我们看到对应的信息 ：Geburtsstätte Melander Franich ist in Kroatien geboren. Wohnplatz: Er wohnt jetzt in Deutschland, in Saarland. Staatsangehörigkeit: Er ist Kroate. Und Sprache.spricht Deutsch und Kroatisch. 那么最后再请大家看到图片 D 对应的听力文章。Ich bin ein echter Saarländer. Ich bin in Saarbrücken geboren und aufgewachsen. Hier wohne ich auch mit meiner Freundin Eva. 我是一个土生土长的萨尔人，我在萨尔布吕肯出生，在这里长大，顺便我也和我的女朋友 Eva 一起住在这里。Ein echter Saarländer.ER 加在国家名之后表示哪里哪里人，有些时候会变音，而 Echter Saarländer 表示真正的萨尔人，也就是我们说的土生土长的本地人。 Wir werden nächstes Jahr heiraten und wollen zusammen eine größere Wohnung oder vielleicht sogar ein Häuschen kaufen. Werden 加上动词原形表示将来要做， heiraten werden 表示将要结婚。这里的 nächstes Jahr 四格名词做时间状语，而 eine größere Wohnung 中间的 größer 是形容词 groß 的比较级， Häuschen 正好也刚学过 CHEN 结尾的名词，中性单复数同形小化词缀，是小房子的意思。那么这句话的意思就是说呢，我们准备明年结婚，我们打算买一个大一点的公寓，或者呢也可以买一幢小房子。 Wir würden gerne ein bisschen außerhalb von Saarbrücken in einem kleineren Ort wohnen, zum Beispiel in Püttlingen.我们更希望在萨尔布吕肯以外的小地方居住，比如在 Püttlingen。 Würden 加上动词原形表示一种愿望，未发生的事情，而 Würden 就是上面见过的动词 Werden 的虚拟式。我们这堂课会稍微介绍一下虚拟式。那么 außerhalb 这个词既可以做介词也可以做副词，做副词的时候表示在城外，在城郊，那么做介词的时候呢，既可以表示在某段时间之外，非该时间段内的，也可以表示在某个地点之外，在什么什么的外面，那么这时候它需要搭配二格，比如 außerhalb der Kurszeiten 课程时间之外，这里的 die Kurszeiten 是复数，所以二格变成了 der Kurszeiten， 或者呢 außerhalb Berlins 在柏林之外，或者 außerhalb des Hauses 在屋子或者在房子的外面。而文中的 außerhalb von Saarbrücken 也是一种用法， außerhalb 和 von 连用，加上三格地名表示在什么什么的外面。 Dort leben auch meine Eltern, die würden sich natürlich freuen, wenn wir in ihrer Nähe wären. Und außerdem könnten sie später auch mal babysitten. Dann hätte ich auch einen etwas kürzeren Weg zur Arbeit.
我的父母也居住在那里，如果我们能住在他们附近，他们当然会十分的高兴。除此之外呢，他们以后还可以帮我们照顾孩子，那样我上班的路程也会近一些。首先开头的 dot 指代的就是前面说的想要买房子的成交，而第二小句是关系从句，关系词 d 指代前面的 man Elton， 从句又用到了 werden 的虚拟形式 würden， 表示将来可能会发生的事情。最后再跟着一个 van 引导的从句引出了一个条件，条件从句中同样用到了虚拟式，大家看到动词 waren 是动词 sein 的虚拟式形式。如果我们能在他们附近住着的话，他们当然会很高兴，住到他们身边以及为此两老会非常开心，都是建立在虚拟的假设上的，所以并不是已经发生的事情，于是用到了虚拟式。这里的 in ihrer Nähe 中的 ihrer 指代的就是前面的 meine Eltern， OK？看到 want 后面跟着的最后一个小句，动词 babysitten 表示照顾孩子，一看就是一个英语词，照顾小孩的保姆，我们也可以叫他 dear babysitter。 去掉动词词尾 en 加上职业词尾 er， 最后一句话里面的 done 上一堂课我们刚学过时间副词，这里同样出现了一个虚拟式，就是我们的动词 hatte， 这个动词大家之前肯定接触过，其实就是动词 haben 的虚拟式形式。后面的 einen Weg zur Arbeit 就是它的四个宾语，去上班的路。中间的 etwas kürzeren 是定语，修饰 Weg， 更短一些的路。kürzer 是形容词阔词的比较级。前面的 etwas 和我们平常学过的表示指代不同，这里是小品词，加在形容词前面表示有点稍稍，等于 ein bisschen。那么我们继续往后看， ich arbeite nämlich in Luxemburg und fahre jetzt schon jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück.Mein Familienname Rivois ist Französisch. Das gibt es im Saarland öfter. Wir sind ja ganz in der Nähe von Frankreich. 我在卢森堡工作，所以现在每天上班去一个小时，回来一个小时。我的姓 Rivois 是法语，这种事情在萨尔非常常见，因为我们这边靠法国很近。那么刚刚学过一个 außerhalb von irgendwo，这里又出现了一个 in the near from irgendwo， 意思相差不大，前者表示在某个城市之外，在城市周边的地带，而后者指的是靠近某地，两城市邻居或者相邻不远。 Aber auch sonst gibt es in Deutschland französische Nachnamen. Zum Beispiel sind im 18. Jahrhundert viele Hugenotten aus Frankreich nach Deutschland ausgewandert, weil es Religionskonflikte gegeben hat. 但其实在德国也确实有法国姓氏，比如说曾经在18世纪有一群胡根诺教徒因为宗教冲突从法国流亡到了德国。这里的 sonst 表示此外，前面说我的姓氏是法语姓氏，后面又提出说除此之外其实德国本来就有很多法语的姓氏，那么后面又给出了一个例子， zum Beispiel 放在句首动词二位，后面因为为了强调时间状语，把 im 18th Jahrhundert 放在了主语 viele Hugenotten 的前面。最后呢，再跟着一个 weil 引导的原因从句。Ehrlich gesagt, weiß ich aber nicht, wann der Name Rivois in meiner Familie gekommen ist. Meine Verwandten sind jedenfalls alle Saarländer. 老实说，我也不是很清楚 Rivois 这个姓是什么时候跑到我们家来的。不管怎样，我的亲戚们全部都是萨尔人。那么这里的 Ehrlich gesagt, 我们在学习观点表达的时候学过，老实讲，说实话。但是老实说，我并不知道，那不知道什么呢？后面跟着一个 wann 开头的疑问句，正确语序应该是 wann ist der Name Rivois in meine Familie gekommen? 这个姓氏到底是什么时候来到我们家的？我的亲戚们明明都是土生土长的萨尔人，怎么就我家出了个法语姓？ OK， 这里注意，当单独的疑问句变成转述，或者有其他疑问或陈述句引出，或者呢，变成复合句的从句部分的时候，语序是需要改变的。疑问词还在首位，动词移到句尾，其他成分保持不变。比如我们看到两个问句 Wissen Sie denn? 您知道吗？ Wann fangen die Ferien an? 假期什么时候开始？那如果把它们连到一起问一个人 Wissen Sie denn, wann die Ferien anfangen? 您知道假期什么时候开始吗？这个时候本来的 Wann fangen die Ferien an? 就需要做一定的变化，疑问词还是放在首位，但动词移到了句尾。 OK， 那么这篇听力也就讲到这里为止。请大家看到我们第四幅图片对应的信息。首先 Geburtsstätte. Rivois ist in Saarbrücken geboren. Und Wohnplatz. Er wohnt jetzt in Saarbrücken. Staatsangehörigkeit. Er ist ein echter Saarländer. Und Sprache. Er spricht Deutsch. Okay?
听力讲解就到这里，课件将会暂停，请同学们把这四篇听力重新再听一遍，那么一点都不难，重点也并不多。听完了之后呢，再点击播放课件。Lektion 20. Im Saarland. 1. Leute in Saarbrücken. C. Hören Sie, was die Personen sagen und ergänzen Sie Ihre Tabelle. Mein Name ist Hilde Meyer. Ich bin so alt wie das Saarland. Denn eine eigenständige Region mit dem Namen Saarland gibt es erst seit 1920. Meine Familie und ich, wir waren immer für ein selbstständiges Saarland, aber die meisten Saarländer wollten doch lieber zu Deutschland gehören. Mein Vater und meine Brüder waren politisch engagiert. Und ich bin dann auch schon als junges Mädchen politisch aktiv gewesen. Einige Verwandte von mir mussten während des Krieges ins Exil nach Frankreich gehen und haben sich dort versteckt. Aber ich habe immer hier gelebt, auch in schwierigen Zeiten. Heinz, mein Mann, ist leider schon vor einigen Jahren gestorben. Er fehlt mir manchmal sehr. Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn meine Tochter oder meine Enkel zu Besuch kommen. Meinen Sohn sehe ich nicht so oft. Er arbeitet zurzeit in China und das ist wirklich ziemlich weit weg. Mein Mann Alexander und ich, wir sind in der früheren Sowjetunion geboren. Genauer gesagt in Kasachstan. Mein Vorname Svetlana ist ein typisch russischer Name. Trotzdem sehe ich mich als Deutsche, denn meine Vorfahren sind genau wie die meines Mannes vor etwa 200 Jahren an die Wolga nach Russland ausgewandert und haben viele Generationen lang dort gelebt. Deshalb hat auch mein Mann einen deutschen Familiennamen. Wir heißen Laubenstein. Unsere Eltern und Großeltern konnten noch Deutsch. Aber unsere Generation und die jüngeren Leute sprechen nur noch Russisch. Das kommt von der Kriegszeit, als die Russlanddeutschen von der Wolga nach Kasachstan und Sibirien gehen mussten. Als wir 1994 nach Deutschland ausgesiedelt sind, mussten wir also erstmal Deutschkurse besuchen. Überhaupt ist es nicht immer ganz einfach für uns hier. In Deutschland nennt man uns Russen, obwohl wir doch einen deutschen Pass haben. Und es ist sehr schwer, Arbeit zu bekommen. Mein Mann arbeitet als Fahrer für einen Getränkehandel, aber ich und zwei von unseren drei Kindern sind arbeitslos. Wir hoffen, dass es unseren Enkelkindern besser gehen wird. Ich heiße Mladen Franic. Das ist Kroatisch. Meine Frau Jadranka ist auch Kroatin, aber ihre Eltern sind 1970 nach Deutschland gegangen und sie ist hier geboren und in die Schule gegangen. Deshalb spricht sie auch perfekt Deutsch und Kroatisch. Jadranka kam in den Sommerferien oft in unser Dorf nach Kroatien. Ja, und eines Tages haben wir uns verliebt und haben beschlossen, dass wir heiraten und dass ich nach Deutschland mitkomme. Das war 1996. Da musste ich erst mal Deutsch lernen. Ein bisschen Deutsch konnte ich schon aus der Schule, aber wirklich nur ganz wenig. Jadrankas Eltern haben ein Restaurant in Saarbrücken-Dudweiler. Dort habe ich von Anfang an gearbeitet. Sie wollen bald aufhören und nach Kroatien zurückgehen. Dann übernehmen meine Frau und ich das Restaurant. Jadranka ist übrigens seit 2 Jahren Deutsche. Vielleicht möchte ich später auch mal einen deutschen Pass. Mal sehen. Wenn ich in Deutschland bleibe, ist das für vieles einfacher. Ich bin ein echter Saarländer. Ich bin in Saarbrücken geboren und aufgewachsen. Hier wohne ich auch mit meiner Freundin Eva. Wir werden nächstes Jahr heiraten und wollen zusammen eine größere Wohnung oder vielleicht sogar ein Häuschen kaufen.
Wir würden gerne ein bisschen außerhalb von Saarbrücken in einem kleineren Ort wohnen, zum Beispiel in Püttlingen. Dort leben auch meine Eltern, die würden sich natürlich freuen, wenn wir in ihrer Nähe wären und außerdem könnte sie später mal babysitten. Dann hätte ich auch einen kürzeren Weg zur Arbeit. Ich schaffe nämlich in Luxemburg und fahre jetzt schon jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Mein Familienname Rivoire ist französisch. Das gibt's im Saarland öfter. Wir sind ja ganz in der Nähe von Frankreich. Aber auch sonst gibt's in Deutschland französische Nachnamen. Zum Beispiel sind im 18. Jahrhundert viele Hugenotten aus Frankreich nach Deutschland ausgewandert, weil es Religionskonflikte gegeben hat. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, wann der Name Rivoire in meine Familie gekommen ist. Meine Verwandte sind jedenfalls alle Saarländer. OK， 欢迎回来。在刚刚的听力讲解中，我们发现了很多 van 引导的从句。和我们之前学习的时间状语从句不同，今天呢，它引导的清一色是条件状语从句，也就是我们本单元的重点语法 Nebensätze mit wenn conditionell。那么今天这堂课呢，我们要先来了解一下这部分的内容。首先 ，wenn 引导的条件状语从句主要做些什么呢？它引导某种条件，表示在某种条件下，翻译成如果什么什么，作为主句的条件，影响主句动作或事情的发生。那么我们来一起看到一个例句 Wenn es nicht regnet, gehen wir dann spazieren. 如果天不下雨的话呢，我们就出去散步。这里的前半句是条件 die Bedingung， 后半句是结果 die Konsequenz。也就是说，如果天下雨的话，我们就不出去了。而这里是不是能够出门散步，主要还是看从句里面的条件是否符合现状。那么其实非常好理解，对不对？我们来一起看一下从句的语序问题。wenn 引导的条件状语从句其实和它引导的时间状语从句语序是一样的，遵循一般规律，从句的动词要放在句子的末尾，引导词放在句首。此外呢， wenn 引导的条件状语从句可以放在主句的前面，也可以放在主句的后面，主句动词根据从句的前后变换位置，但是要注意，通常情况下我们习惯把条件放到前面，也就是不管怎么样我条件先摆出来，要是没有办法达成，后面就不用谈了，对吧？那么我们也一起来看一下两个例句。Wenn du fleißig arbeitest, verdienst du Geld. 如果你努力工作，你就会挣到钱。你挣不挣钱，能挣多少钱，是建立在你是否努力工作的基础上的。也就是说 ,wenn 后面的 du arbeitest fleißig 是一个条件，达到了你才能 Geld verdienen。那么我们来一起看一下这个句子的顺序。wenn 引导的条件状语从句放在主句前面，引导词 wenn 放在句首，动词移到从句的末尾，整体呢作为句子的一个成分占第一位，和主句用逗号隔开。那么根据动词二位原则，主句的动词就一定要放在逗号后面的第一个位置，也就是整个句子的第二位，主语跟在动词的后面，其他成分顺序照常。那同理，如果主句放到了前面，从句放到了后面，还是这句话，我们把顺序变化一下，变成Du verdienst Geld, wenn du fleißig arbeitest. 主句在前面，顺序按照动词二位原则就可以了，其他成分顺序照常。和从句之间呢，还是用逗号隔开，从句还是 wenn 开头，动词垫后，中间顺序不变。而在刚刚的听力中，我们发现很多条件状语从句都跟着虚拟式，这里也请大家注意一下，在日常使用中 wenn 引导的条件状语从句经常会和虚拟式连用，通常表示非现实的计划、理想和渴望，因为条件从句嘛，有时候条件总是会比较苛刻，无法完成。那么有时候呢，你想法又会太美好，无法完成。比如我说，如果我能够一天暴瘦20斤，我觉得一秒钟我就可以嫁出去，这种就是不可能的，要用虚拟语气。那么既然提到了虚拟式，我们不妨先来简单的了解一下。虚拟式说白了就是两个字，假的。当一件事情不管是不可能发生，还是不确定会不会发生，还是强烈希望它发生，在这件事情没有发生之前都是虚假的、虚拟的。也就是说，虚拟式是用来表达不真实的事情，包括说话人本身认为的不真实的事情。在我们想要表达一种可能、假设或者愿望，提出一些要求或者做没有把握的事情，以及并没有实际接触过但是需要间接报告或者转述给其他人的时候，就需要用到虚拟式。那么今天这堂课呢，我们并不需要了解很多，
先知道几种常见虚拟式的形式以及相关的一些重点词汇的虚拟式变位就好了，后面会深入学习的。那么我们就先来看几种常见的虚拟式形式。首先是动词原形加上 würden， 我们刚刚在听力中讲解过。würden 根据句子中的主语来变化词尾，它的原型刚学过就是 werden， 词干元音发生了变化，从 e 变成了 ü。 那么我们可以看到下面这个表格，注意它的变位非常的简单，非常好记。首先呢，一三人称单数变化是相同的，也就是说都是 würde， ich würde， er sie es 也是 würde。 第一人称和第三人称的复数形式变化也是相同的， wir würden，ZZ 也是 würden。 其次呢，第二人称单数在第一人称单数的基础上加上了人称词尾 ST， du würdest， 而第二人称复数同样在第一人称单数的基础上加上了词尾 T， ihr würdet。 不知道大家发现没有，我们只要知道第一人称单数 ich 的变位，就可以根据不同的人称词尾推导出其他人称的变化形式了。那么除此之外呢，我们刚刚在听力中也出现了 sein 和 haben 的第二虚拟式形式。虚拟式一共有两种，第一虚拟式和第二虚拟式。这里我们暂时不需要掌握这两种虚拟式的变化区别以及用法，在后面的高级语法中我们会详细的学到这部分的内容。但是在本课中呢，我们只需要记住 sein 和 haben 的第二虚拟式在各个人称中的变位就好了。下面呢，就让我们一起来看一下这两个动词的第二虚拟式形式。大家看到这个表格，这两个动词是特殊变化动词，需要大家背诵，但其实呢也只要记住词干就好了，词尾变化和 werden 是完全一样的，只要加人称词尾就好了。那么首先先看到 sein 第二虚拟式的时候，它变成了 werden， 而不同人称的词尾变化跟 werden 其实是一样的， ich wäre， du wärest， er sie es wäre， wir wären， ihr wäret， sie sie wären， OK。那么大家只要记住 wäre， 然后在它的基础上再加上人称词尾就好了。那么接着呢是 haben， 第二虚拟式变成了 hätten， 人称词尾变化也跟其他两个单词相同， ich hätte， du hättest， er sie es hätte， wir hätten， ihr hättet， sie sie hätten， OK。 最后呢，这堂课我们也接触了一个情态动词的第二虚拟式形式，也就是情态动词 können。我们来看一下它的一些变化。首先它的词干从 können 变成了 könnt， 多了一个 t， 第一人称是 ich könnte， 那么其他人称就可以在此基础上加上人称词尾，比如 du könntest 加 st， er sie es könnte 和第一人称相同， wir könnten 加上 n， ihr könntet 加上 t， sie sie könnten 和 wir 相同加上 n， OK， 人称变化其实并不复杂，对吧？那么最后呢，我们再结合条件状语从句和虚拟式来一起看几个例句。Wenn Melanden aus Siedler wäre, hätte er einen deutschen Pass. 如果 Melanden 是移民的话，那么他就有德国护照。这里的 Melanden 根据听力内容还不算是一个正式的移民，还没有德国护照。所以句子中动词 sein 用到了虚拟式 wäre， 动词 haben 用到了虚拟式 hätte， 因为这是一个还未能达成的事情，对吧？那么第二句，Wenn er einen deutschen Pass hätte, könnte er natürlich auch wählen. 如果他拥有德国护照的话，那他自然就可以参加选举。同样的，他暂时还没有，所以前面的动词 einen deutschen Pass haben 变成了 einen deutschen Pass hätten, wählen können 变成了 wählen könnten. OK? 那么我们再看到最后一句， Wenn er als Flüchtling hier leben würde, könnte er nicht arbeiten. 如果他作为难民在这里生活的话，他就不能工作。前半句是一般动词加上 würden 表示虚拟的一种用法，后半句用到了 können 的第二虚拟式。 OK， 那么 wenn 引导的条件状语从句我们就讲到这里。
OK， 好，欢迎回来。那么今天这堂课我们做了一个听力练习，了解了一下 Saarland 这个地方，并且呢学习了本单元的语法重点 van 引导的条件状语从句，顺便呢了解了几个常用的虚拟式用法的变化。那么下一堂课呢，我们要先做一个阅读练习，在阅读中复习一下今天学习的语法，顺便呢要做一个口语练习。今天的内容比较多，请同学们回去好好复习。我们下一堂课再见， Auf Wiederhören。